Sonnenschein. Meine lieben Damen und Herren, alle Jahre wieder ist es, dass wir den Christkindlmarkt eröffnen dürfen. Und heuer ist es bereits zum 20. Mal hier. Hier auf unserem schönen Deckendorfer Stadtplatz. Die Lichter leuchten und wenn wir 14 Tage zurückdenken, da haben wir noch 17 Grad gehabt, da hat noch keiner gesagt, kommen wir überhaupt in Weihnachtsstimmung. Am vergangenen Wochenende endlich der erste Schnee, die Kinder waren draußen, haben das bisschen, was Schnee war, gleich wieder zunichte gemacht. Auf den Bergen um, da ist dann schon ein bisschen intensiver. Und wenn ich sehe, wie die leuchtenden Augen schon da stehen, glaube ich, ist es jetzt die richtige Zeit, dass es jetzt losgeht, dass wir heuer wieder bis zum 31.12. unseren Christkindlmarkt offen haben. War im letzten Jahr der erste Versuch, heuer haben wir es frühzeitig angekündigt, dass wir heuer auch wieder die Kinderbetreuung im alten Rathaus und im For You anbieten können. Wir haben bei den Hütten wieder viel getan, 43 Aussteller. Wir haben uns auch hier wieder neue Ideen einfallen lassen. Aber es kommt dann auch, wenn es vielleicht nicht direkt zu Bayern passt und zu unserer Heimat, der Coca-Cola-Truck kommt trotzdem. Man muss ja nicht an den Santa Claus glauben. Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Besucher des Christkindlmarkts Deckendorf. Weihnachten ist eine besondere Zeit, denn Weihnachten heißt, mit Hoffnung leben, wenn sie die Menschen, die hin zur Versöhnung gehen. Wenn der Fremde aufgenommen wird, wenn du dem einer hilfst, das Böse zurückzudrängen und das Gute zu tun, dann ist Weihnachten. Weihnachten heißt aber auch, die Tränen trocknen, das, was du hast, mit anderen teilen. Jedes Mal, wenn die Not von einem Unglücklichen gemildert wird, dann wird Weihnachten. Weihnachten heißt also, dem anderen Liebe schenken, wenn die Herzen zufrieden und glücklich sind, dann ist Weihnachten. Ich wünsche euch alle eine besinnliche Zeit mit besonders lieben Menschen an eurer Seite. Ein wunderschöner Christbaum, das beste Weihnachtsessen aller Zeiten und jede Menge Ruhe, auch wenn es besonders turbulent wird. Engel, die nur für euch singen und dass der Knecht Ruprecht seine Ruten daheim lässt. Ein lustiger Rund Glühwein mit gute Freund, eine richtige Schneeballschlacht und viele tolle Geschenke. Ich wünsche euch und vor allem euch, liebe Kinder, einfach ein wunderschönes Weihnachtsfest mit glücklichen Augenblicken, Zufriedenheit und gute Laune. Zur Einstimmung habe ich jetzt noch ein paar schöne Worte für euch. Im Advent, in dunkler Nacht, ward von Gott ein Licht entfacht. Zaghaft fing es an zu leuchten und durchbrach die Dunkelheit. Finsternis begann zu weichen vor der kleinen Helligkeit. Dieses Lichtlein im Advent nährte viele neue Flammen und ein Lichtermeer entbrennt, alle Dunkelheit zu bannen. Wo der Glanz die Nacht durchbricht, ward durch Liebe alles Licht. Hass verschwindet und enteilt, wo das Licht der Liebe weilt. Herzen voller Angst und Sorgen fassen wieder neuen Mut, spüren Wärme und Behagen, weil die Liebe Wunder tut. Liebe hat den Hass besiegt durch ein Herz, das Gutsein übt. Nun sei auch du ein klein bisschen Licht, sage nie, ich kann das nicht. Schon ein Fünklein weckt die Flammen und ein großes Licht entsteht. Werft auch euer Fünklein hinein und um euch wird's helle sein.